CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Herzlich willkommen bei einer Kurzausgabe von CX Talks, einem CX Short. Ich bin Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. Psst! Diese Ausgabe ist eine Ausgabe für Insider, weil wir sie nicht groß ankündigen wollen. Hörer, die unseren Podcast abonniert haben, werden selbstverständlich über Spotify, Apple, Google oder TuneIn informiert. Sollten Sie zufällig auf diese Folge gestoßen sein, wird es Zeit, uns bei Ihrem Lieblingsanbieter zu folgen. Dann verpassen Sie auch nichts. Die heutige Kurzfolge ist ein Da Capo, also eine Zugabe von letzter Woche und soll außerdem Appetit machen auf die nächste Episode, die wir am kommenden Mittwoch veröffentlichen werden. Dazu später mehr. Die Folge von letzter Woche mit Annika Tannebaum hat ja bei ganz vielen Hörern große Begeisterung ausgelöst. Wir haben uns wirklich sehr über das positive Feedback gefreut und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich das Thema Führung im Customer Service auf ein so großes Interesse stößt. Annika meinte, das liegt daran, dass wir uns in einer VUCA-Welt bewegen. Ich habe sie dann mit großen Augen über Zoom angestarrt und gefragt, was ist das denn? Und weil Annika ohnehin gerade an einem Kurzvideo für ihren YouTube-Kanal gearbeitet hat, hat sie es mir ganz pragmatisch erklärt. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Hier ist ein Beitrag aus der Rubrik Annikas Welt auf CX Talks führen in der VUCA-Welt. Annikas Welt auf CX Talks. Führung in der VUCA-Welt. VUCA was? Ich war neulich auf einer Veranstaltung, virtuell natürlich, und da hatte man mich gefragt, und Annika, was machst du so? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin Business Leader Coach, ich kümmere mich um Führungskräfte in der VUCA-Welt, entwickle diese zu modernen Leadern, die eben in Zeiten der VUCA-Welt gut ihre Teams entsprechend voranbringen können, motivieren, delegieren und natürlich auch zum Unternehmenswachstum beitragen, plus für begeisterte Endkunden zu sorgen. Und da hat er mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, VUCA-Welt? Ich habe gesagt, ja, so in Richtung New Work. Das heißt, ich mache heute ein kurzes Video darüber, Führung in der VUCA-Welt, der Mensch im Mittelpunkt in der digitalen Transformation. VUCA-Welt heißt V, kommt aus dem Englischen, heißt volatil. Das heißt, wir sind in einer leben in einer sehr instabilen Welt mit viel Veränderung und es ist unvorhersehbar, es ist immer schneller. Wir können uns als Führungskräfte manchmal nicht so richtig darauf einstellen. Das U steht für Unsicherheit. Die Unsicherheit kennen wir jetzt alle, gerade durch Corona ausgelöst. Ne? Es passieren Dinge um uns herum, die wir vorher nicht beeinflussen können. Und diese Unsicherheit kann zu Lähmung führen, kann aber auch zu Energie führen, kann aber auch zu irgendwas dazwischen führen. Das heißt, die Erfahrung meiner eigenen Vergangenheit kann ich nicht mehr direkt anwenden. Das ist die Unsicherheit. Dann haben wir C, steht für Komplexität. Ja, wir leben nicht mehr in komplizierten Zeiten, wo der Chef ganz oben an der Pyramide war und eben derjenige war, der die kompliziertesten Angelegenheiten lösen konnte, sondern wir leben in einer komplexen Welt. Das heißt, der Chef sollte nicht mehr oben sein, sondern er sollte unten sein in der Pyramide, weil niemand kann heutzutage mehr in der komplexen Welt die Entscheidungen alleine treffen. Ich brauche die Schwarmintelligenz, ich brauche also meine eigenen Mitarbeiter. Und das heißt insbesondere für Führungskräfte, Führung in komplexen Zeiten, nochmal teils auch paradoxe Anforderungen. Die Organisation und die Mitarbeiterbedürfnisse ändern sich permanent in der volatilen, unsicheren Welt und damit natürlich auch meine eigene Führungskompetenz. Und A steht für Ambiguity, das heißt, das ist die Mehrdeutigkeit. Vieles ist im Moment möglich. Wir haben nicht den direkten Draht zu Ursache und Wirkung, sondern es ist sehr vielschichtig. Teilweise sind die Ebenen so miteinander verwoben im Unternehmen, dass wir nicht gut genug Rückschlüsse ziehen können. Das heißt, die wichtigsten Führungskompetenzen in der VUCA-Welt sind die Kooperation, Führung auf Augenhöhe. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist Leader as a Coach. Ich bin dafür da, meine Mitarbeiter, meine Menschen zu entwickeln, indem ich ihnen Fragen stelle.
Wer fragt, der hört nicht nur zu, sondern wer fragt, der führt und bekommt aber auch gleichzeitig Erkenntnisse, weshalb hat derjenige sich so oder so entschieden. Der dritte große wichtige Tipp ist Empathie. Empathie ist in der heutigen Zeit ein wesentlicher Bestandteil von Führungskräften. Wer empathisch ist, kann sich in die Schuhe des anderen versetzen. Und wenn ich mich in die Schuhe des anderen reinsetzen kann, verstehe ich natürlich auch dessen Welt und kann viel besser nachvollziehen, weshalb er oder sie so entschieden hat, um daraus Rückschlüsse für meine eigene Führungskompetenz zu schließen. Und das vorletzte ist Empowerment. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es tatsächlich, meine Menschen zu befähigen. Ja? Ich werde immer mehr zum Dienstleister als Leader. Und der letzte große Punkt ist natürlich Purpose. Purpose, Purpose, Purpose. Wir führen mit Sinn. Das Was tritt hinter das Warum ganz eindeutig zurück. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Das ist insbesondere auch wichtig für die Mitarbeiter. Und natürlich habe ich am Anfang schon gesagt, lasst uns die Schwarmintelligenz der Mitarbeiter nutzen. Gerade in komplexen Zeiten hilft uns das exorbitant weiter. Das war Führen in der VUCA-Welt, ein Beitrag von Annika Tannebaum. Mehr von Annika gibt es auf ihrem YouTube-Kanal und auch weiter hier bei uns auf CX Talks. In den nächsten Wochen werden wir noch eine Reihe von sehr spannenden Gesprächspartnern auf CX Talks präsentieren können, die uns über ihren Alltag und ihre Erfahrungen in der Praxis berichten werden. Diese Interviews laufen zurzeit. Das Themenspektrum geht dabei von Analytics über kundenzentriertes Innovationsmanagement bis hin zu einem super spannenden Praxisbericht einer Customer Experience Managerin. Schon in der nächsten Folge werden wir uns mit dem CX Trendradar beschäftigen. Harald Henn und Nils Haffner, zwei Gurus der CX-Szene in Deutschland, präsentieren die wichtigsten Trends im Customer Experience Management. Von der Technologie über Beratungstools bis hin zu Prozessmanagement und neuen Führungsansätzen. Ich freue mich schon riesig auf diese Sendung und die beiden. Falls Sie also CX Talks bisher noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt sicher ein guter Zeitpunkt, denn dann werden Sie auch diese nächste Folge nicht verpassen. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens 5 Tagen wieder als Hörer einer neuen Episode begrüßen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Und besuchen Sie uns auf der Webseite des ICEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.